Das Werk hier im Hintergrund von Paddy Friberger ist wahrscheinlich so die Zusammenfassung all dessen, was man so als unter einem modernen oder zeitgenössischen Kunstwerk versteht. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze vielleicht ein bisschen anarchistisch oder ein bisschen dadaistisch, wahllos zusammengewürfelt. Wenn man sich es genauer anschaut, merkt man aber, dass es fast jeder Teil des Werks eine kleine Anspielung auf den Kunstbetrieb oder auf die Kunstwelt ist. Der Titel des Werks Ausarten beinhaltet nicht nur das Wort Kunst, also Art, sondern bedeutet ja auch so etwas wie Wuchern. Es ist mir aus der Hand geglitten, es ist mehr geworden, als man vielleicht auf den ersten Blick gedacht hat. Paddy Friberger war selber Sammler, der hat akribisch gesammelt und hat sich dann mit diesen Dingen auch umgeben. Ausarten ist über einen Zeitraum von 20 Jahren entstanden, von 1960 bis 1980. Das heißt, es war ein ständiger Work in Progress. Er hat ständig Dinge hinzugefügt, wieder weggenommen. Gerade bei Paddy Friberger ist es ein Lebenswerk. Ist es nicht von der Person und von der politischen, anarchistischen Einstellung der Person zu trennen. Die erste restauratorische Arbeit, die präventiv hier bereits stattgefunden hat, war eine Verbesserung der Lagerungssituation. Einen Staub- und einen Lichtschutz, den das Objekt dringend braucht aus konservatorischer Sicht. Ein wesentlicher Aspekt der restauratorischen Tätigkeit ist auch die präventive Konservierung. In diesem Fall bedeutet das regelmäßige Kontrollen, ein Monitoring in Bezug auf die Materialien. Bei diesem Objekt wurden ganz spezielle Dinge verwendet, wie zum Beispiel Tierkadaver oder Federn, sprich natürliche Materialien. Das Objekt wird momentan speziell gelagert, und zwar ist es an einer speziell angefertigten Eisenstangenkonstruktion befestigt. Es kann auf diesem Gestänge transportiert werden und auch in einem musealen Raum betrachtet werden. Was auch ganz wesentlich ist, das Objekt ist rundum zugänglich. Das heißt, es hat keine klassische Sichtseite und klassische Rückseite, sondern es ist ein ganzheitlich zu erfassendes Werk. Dadurch, dass diese Dinge aus ihrem Alltag herausgelöst werden und in einen neuen Kontext gestellt werden, neu zusammengewürfelt werden, überarbeitet werden, vielleicht bemalt werden, vielleicht kritisch hinterfragt werden, bekommen sie eine neue Aufladung durch die Entscheidung des Künstlers.